Gestern haben wir schon darüber gesprochen, dass der Airbus A380 mit etwa 330 Bestellungen nicht wirklich ein Erfolg ist. Aber wieso eigentlich nicht? Es gab genug gute Gründe, um viel Potenzial in einem solchen Flugzeugtypen zu sehen. Allein die Tatsache, dass pro Jahr immer mehr Menschen irgendwo auf der Welt in ein Flugzeug steigen, das spricht eigentlich für ein immer größer werdendes Flugzeug mit einer immer größer werdenden Sitzplatzanzahl. Aber die Realität sieht dummerweise etwas anders aus und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ein Airbus A380 mit einer maximalen Sitzplatzanzahl von 868 Sitzplätzen, der funktioniert nur an einer sogenannten Hub-and-Spoke-Strategie wirklich gut. Aktuell gibt es zwar keine Fluggesellschaft, die den A380 mit so vielen Sitzplätzen fliegt, aber mit 500 bis 600 Sitzplätzen in diesem Flugzeug sieht es ja auch nicht wahnsinnig anders aus. Er wurde also gebaut, um von einem Drehkreuz aus zu einem nächsten Drehkreuz zu fliegen. Dazu funktioniert das Flugzeug vielleicht auch auf etwas kürzeren Strecken noch ganz gut, wo einfach wahnsinnig viele Leute von A nach B pendeln. Davon gibt es nicht wahnsinnig viele Strecken, aber der japanische Markt benötigt für genau solche Flugverbindungen ab und zu mal ein entsprechendes Flugzeug. Und diese Drehkreuzstrategie, für die der A380 gebaut ist, die funktioniert auch durchaus. Also nicht falsch verstehen. Das ganze Prinzip dahinter, das gibt es und das funktioniert. Aber wie der Name schon vermuten lässt, funktioniert es halt eben nur zwischen Drehkreuzen. Für alle anderen Verbindungen ist Point-to-Point das magische Stichwort. Es geht um Direktflüge mit kleineren, modernen, effizienten Flugzeugen. Boeing 787 oder A350 profitieren davon. Das Ganze läuft so gut oder beziehungsweise in einem so großen Ausmaße, dass der Flugzeughersteller Boeing sogar ernsthaft darüber nachdachte, auf der 767-Produktionslinie, auf der zum aktuellen Zeitpunkt nur noch Frachter gebaut werden, dort auch wieder die Passagierversion der 767 ins Leben zu rufen. Denn zweistrahlige Flugzeuge mit 250 bis 300 Sitzplätzen funktionieren gerade sehr gut, sind bei den Fluggesellschaften sehr beliebt. Es sind halt eben die Flugzeuge, die man aktuell für diese Point-to-Point-Strategie richtig gut gebrauchen kann. Ein A380 würde auf solchen Strecken schlicht und einfach Überkapazitäten liefern. Und mit Überkapazitäten verdient man als Fluggesellschaft nun mal schlicht und einfach kein Geld. Jetzt darf man aber auf keinen Fall diese Hub-and-Spoke-Strategie nur mit dem A380 verknüpfen und Point-to-Point-Verbindung nur mit Flugzeugen wie der 787 oder dem A350 verbinden. Denn den Gedanken kann man jetzt natürlich weiterspinnen und auf Strecken, auf denen man einen A380 zum aktuellen Zeitpunkt schlicht und einfach noch nicht füllen kann, wo er noch nicht rentabel eingesetzt werden kann dadurch, da kann die Zeit noch dafür sorgen, dass eventuell irgendwann genug Leute auf einer Point-to-Point-Strecke verfügbar sind, um auch einen A380 rentabel auf dieser Strecke einzusetzen. Denn 2017 stiegen etwa 4 Milliarden Menschen in ein Flugzeug. 2036 sollen es, je nach Prognose, bis zu 7,8 Milliarden Menschen sein, was fast einer Verdopplung entspricht. Mit solchen Zahlen lässt sich die Hoffnung auf einen noch bevorstehenden A380-Erfolg erklären. Ob das dann wirklich so eintreten wird in Zukunft, das ist natürlich schwer vorauszusagen. Aber es kann ja durchaus sein, und auf einmal wäre dann der Airbus A380 genau das richtige Flugzeug für diese klassischen Point-to-Point-Verbindungen. Ziemlich interessante Vorstellung, oder nicht? Das Gute an der ganzen Sache ist, Airbus wäre als Flugzeughersteller mit dem A380 auf jeden Fall darauf vorbereitet. Denn der A380 jetzt als Basis A380-800 beinhaltet noch so viel Potenzial, welches man dann Stück für Stück, wenn der Bedarf besteht, ausschöpfen könnte. Am besten nachvollziehen kann man diesen Gedanken an den Tragflächen des A380. Diese sind mit 845 Quadratmetern nämlich schon mal so groß wie ein vernünftiges Grundstück. Da kann man auch ein Haus drauf bauen. Nur mal zum Vergleich wieder die Zahl der 747. Deren Tragflächen sind gut 525 Quadratmeter groß. Mit anderen Worten, die Tragflächen des A380 sind jetzt schon so groß gestaltet, dass sie auch durchaus ein noch größeres und schwereres Flugzeug tragen könnten. Und auch die Steuerflächen der aktuellen 800er Version sind entsprechend groß und mehrfach ausgeführt, sodass sie auch für ein größeres, schwereres Flugzeug durchaus funktionieren würden. Deswegen bezeichnen A380 Piloten ihr Flugzeug auch immer als handlich und überraschend agil und wendig. Diese noch größere Version, von der hier die Rede ist, wäre dann der A380-900. Pläne davon gab es quasi von Anfang an, sozusagen. Hätte man ja die Tragfläche nicht dementsprechend ausgelegt. Dieses Flugzeug würde dann die gestern angesprochene 80x80 Meter Box wirklich komplett ausnutzen. Eine Rumpflänge von 79,50 Metern wäre angedacht und die Spannweite bleibt dann bei 79,80 Metern, denn wie gesagt, die Tragflächen wären dafür ausgelegt. Dann könnte man noch das Abfluggewicht auf bis zu 590 Tonnen erhöhen,
Damit wäre man nochmal 20 Tonnen schwerer beim Start als der A380-800. Und diese Vergrößerung wäre dann mit einem überschaubaren Aufwand durchführbar. So wie man zum Beispiel aus einem A320 als Basis einen A321 macht. Man verlängert den Rumpf, indem man gewisse Segmente quasi einfach dazwischen steckt und somit das Flugzeug als solches länger macht. Und es gibt ein paar kleine technische Veränderungen am Flieger, die aber fast gar nicht der Rede wert sind. Das Wichtigste an der ganzen Sache wäre aber natürlich, dass sich die maximale Sitzplatzanzahl des Fliegers noch einmal erhöhen würde. Beim A380-900 wären dann maximal 960 Sitzplätze möglich. Das hat man sich zumindest so gedacht und das ist eine ziemlich irre Vorstellung. Fast 1000 Leute in einem einzigen Passagierflugzeug. Aktuell braucht man das natürlich nicht, denn wenn Fluggesellschaften jetzt mit ihrem A380 nicht zufrieden sind, weil sie das Ding einfach nicht voll bekommen, dann kann auch ein größeres Flugzeug das Problem selbstverständlich nicht lösen. Aber auch hier kann man sich wieder durchaus ernsthaft die Frage stellen, ob die Zeit vielleicht doch noch genug Passagiere bringen würde, um einen solchen A380 auf den entsprechenden Strecken zu füllen. Eventuell hat man aber auch einfach Pech und wir fliegen alle schon in super effizienten Überschallflugzeugen von jedem kleinen Flughafen, wo die Dinger alle paar Minuten starten, zu jedem anderen kleinen Flughafen, bevor die Passagierkapazität oder bevor die Anzahl an Passagieren überhaupt ausreichen würde, um ein solches Flugzeug zu füllen. Dann hat man wahrscheinlich schlicht und einfach das falsche Flugzeug zur falschen Zeit gebaut. Als noch vor dem Jahr 2005 die Pläne von einem A380-800 und einem dazugehörigen verlängerten A380-900 in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden, bekundeten nur drei Fluggesellschaften wirklich Interesse an einem solchen verlängerten Flugzeug. Das waren zu dieser Zeit Lufthansa, Emirates und Air France. Und das reichte damals nicht. Und im Jahre 2015, da sprach der Airbus-Verkaufschef dieses Thema nochmal an, er holte quasi das ganze Ding nochmal aus der Schublade und da war es dann gar keine Fluggesellschaft mehr, die irgendwie Interesse an diesem Flugzeug hatte. Dahingehend lässt sich mittlerweile eine Aussage treffen, die zu 747-Hochzeiten wahrscheinlich belächelt worden wäre, weil man sich da bestimmt dachte, dass ein Flugzeug eigentlich gar nicht groß genug sein kann. Aber aktuell bleibt einem nichts anderes übrig. Flugzeuge mit mehr als 550, 600 Sitzplätzen braucht man gerade nicht. Ein Passagierflugzeug, das knapp an die 1000 Sitzplätze bieten kann, ist für diese Zeit einfach viel zu groß. Und dazu gab es neben dem A380-800 und 900 ja auch noch die Pläne eines A380 Frachters. Es gab dafür sogar schon Bestellungen, aber nicht wahnsinnig viele. Und wir haben über dieses Thema schon wirklich ausführlich gesprochen, warum der A380 als Frachter nicht geeignet ist. Da gibt es schon ein Video auf diesem Kanal, müssen wir jetzt also nicht alles nochmal aufrollen. Wir kommen also direkt zum nächsten Punkt und da geht es dann darum, wie viel kann man jetzt noch aus dem A380 als solches rausholen, ohne viel Geld zu investieren. Immerhin sah Airbus noch kurz vor der Entwicklung des Airbus A380 und noch kurz vor der Markteinführung des A380 ein Potenzial für Flugzeuge mit mehr als 400 Sitzplätzen bei ungefähr 1300 Bestellungen. Etwa die Hälfte der Bestellungen wollte Airbus für sich gewinnen. Knapp ein Viertel haben sie geschafft. Eine weitere Großbestellung von Emirates, eine Bestellung, um die Airbus wahrscheinlich ganz ordentlich gebettelt hatte, über 20 weitere Maschinen und 16 Optionen für den A380, rettete das ganze Projekt in diesem Jahr sogar vor dem Aus und sicherte damit die A380-Produktion bis ins Jahr 2025. Derweil arbeitet Airbus an einer Effizienzsteigerung des A380 in Form des A380+. Diese Modifikation des Flugzeuges wurde im letzten Jahr, 2017, also noch gar nicht so lange her, von Airbus auf der Pariser Luftfahrtschau vorgestellt. Und die größte optisch leicht erkennbare Veränderung sind die Winglets an den Tragflächenenden mit einer Größe von über 4 Metern. Sie ersetzen die Airbus-typischen Wingtip-Fences und sollen für eine weitere Treibstoffersparnis sorgen. Dazu räumt Airbus die Kabine des Fliegers auf. Platzsparende Toiletten, platzsparende Treppen und bis zu 11 Sitze im Hauptdeck des A380 in einer Reihe. Das dann in einer 3-5-3-Konfiguration und dazu ein erhöhtes Abfluggewicht auf 578 Tonnen. Damit sollen Airlines sich entscheiden können für bis zu 700 Kilometer mehr Reichweite oder für bis zu 80 zusätzliche Sitzplätze im Flugzeug. Durch diese Modifikation soll der A380 in Summe bis zu 4% effizienter zu betreiben sein. Tja, aktuell sind die noch nicht verfügbar. Mal gucken, welche Airline die da als erstes dann am A380 einsetzt. Aber neuen Aufschwung wird das dem ganzen Projekt sicherlich nicht verleihen. Ist durchaus vergleichbar vielleicht wieder mit einem S-Update von Apple. Ein wirklich großes Upgrade wäre hingegen ein A380neo. Aber hier sieht es aus wie bei dem A380-900. Klingt alles erstmal ganz toll, kostet aber wahnsinnig viel Geld und kauft am Ende des Tages dann wieder niemand. Das A380-Projekt ist jetzt schon quasi nur von der Fluggesellschaft Emirates abhängig, die den Flieger auch in großen Mengen für ihre Thematik Dubai ist das Drehkreuz der Welt wirklich rentabel einsetzen können. Damit sind sie aber die einzigen und somit wäre eine A380-Neo-Option
auch nur für Emirates eine interessante Option. Für Airbus wäre es rausgeschmissenes Geld, denn man müsste dann mit dem entsprechenden Triebwerkshersteller, sei es jetzt Rolls-Royce oder wer auch immer, wirklich neue Motoren entwickeln, was wieder Milliarden an Kosten verschlingen würde. Ist die Idee damit automatisch schlecht? Nein, natürlich nicht, denn sollte die A380-Zeit uns wirklich noch bevorstehen, der A380-Erfolg wirklich noch auf sich warten lassen, dann macht eine A380-Neo-Variante irgendwann natürlich wieder Sinn. Eine Investition würde sich lohnen, um das Flugzeug in die aktuelle entsprechende Zeit zu holen. Heute aber ergibt eine Neo-Variante des A380 keinen Sinn, denn sie würde nicht dafür sorgen, dass die Fluggesellschaften das Flugzeug auf einmal ohne Ende füllen können. In naher Zukunft sieht es also gar nicht mal so gut aus für das A380-Projekt, aber eine Sache, eine wirklich wichtige Sache, bleibt uns da noch zu sagen. Und zwar ist der A380 bei seinen Passagieren auf jeden Fall beliebt, denn er ist geräumig wie kein zweiter und er hat ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal. Bei einigen Fluggesellschaften hat der A380 eine Ausstattung, die sich nur auf dem A380 finden lässt. Schlicht und einfach, weil er deutlich mehr Platz bietet als andere Flugzeuge. Es gibt beispielsweise die Residence bei Etihad oder es gibt Duschen im Flugzeug und die Maschine ist leiser als eine Boeing 787. Das sorgt nicht unbedingt dafür, dass sich das Flugzeug besser verkauft, aber die Passagiere haben die Maschine immerhin gern und das ist ja auch ein bisschen was wert. Und wer weiß, wie lange die Durststrecke mit dem A380 noch andauert, irgendwann braucht man ihn vielleicht. Ich glaube, die Chancen stehen dafür gar nicht so schlecht. Und dann bleibt uns nur noch eine Sache zu sagen, und zwar gibt es keinen Zwischenfall mit dem A380 mit Todesopfern oder schwer verletzten Personen. Bis zum aktuellen Zeitpunkt gibt es eine Triebwerksexplosion bei Qantas, eine Triebwerksexplosion bei Air France und das war es mit den nennenswerten Zwischenfällen mit dem A380. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein paar Kommentare und Erfahrungen zum Airbus A380 da und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch noch einen entspannten Sonntag. Lasst es euch gut gehen und tschüss.